Es ist ein historischer Moment für den Verein Herbstlaub aus Sando. Am Mittwoch konnten die Senioren endlich in ihre neuen Räumlichkeiten einziehen. Seit Juli wurde hier gebaut. Möglich wurde das verfrühte Weihnachtsgeschenk dank Fördermittel von Land und Stadt, aber auch dank der EG Wohnen. Die Wohnungsgenossenschaft ist seit vielen Jahren Förderer des Vereins. Wir haben sehr viele Senioren, auch die in unseren Wohnungen wohnen. Und wir wollen natürlich, dass sie möglichst lange und möglichst gut in unseren Wohnungen wohnen. Und dazu gehört natürlich auch, dass ältere Menschen nicht vereinsamen, wenn sie alleine in ihren Wohnungen sind, sondern man muss ihnen eine Gelegenheit geben, wo sie sich treffen können und wo sie die Nachmittage gemeinsam miteinander verbringen können. Und dafür haben wir jetzt die beste Gelegenheit hier. Noch bis vor kurzem sah das aber anders aus. Bisher waren die Vereinsräume versteckt am Doll. In den zwei Zimmern war nicht viel Platz für die 30 Mitglieder. Mit dem neuen Anbau sind diese Zeiten aber nun vorbei. Also es ist ganz super. Also es ist mehr, als wie wir uns eigentlich erhofft haben. Jetzt größenmäßig. Also 10 Jahre da drüben, wo es so klein war, also das war wirklich zeitweise eine Katastrophe. Und das hier ist ein Geschenk, also können wir wirklich sagen. Das musste natürlich sofort gefeiert werden. Aktuell natürlich am besten mit einer kleinen Weihnachtsfeier. Unterstützt wurden die Senioren dabei von der 5. und 6. Klasse der Blechengrundschule. Ein perfekter Tag für alle Mitglieder. Kleine Veranstaltung, wunderbares Programm gewesen. Wir freuen uns alle, dass das heute zur Eröffnung so stattgefunden hat. Ja, die neuen Toiletten und hier die großen Tische. Und unsere Gemeinschaft ist geblieben. Wir sind noch die Alten und die ist immer gut und schön. Ein ganz besonderer Tag für uns. Wenn ich dran denke, wie wir drüben so beengt gesessen haben. Und das ist eben alles schön und das macht Spaß dann. Bisher hat der Verein Herbstlaub 30 Mitglieder. Das kann sich nun aber schnell ändern. Platz ist hier nämlich für bis zu 60 Mann. 8 neue Anfragen gibt es schon. Am 16. Januar wird es zudem einen Tag der offenen Tür geben.